Wasserfreunde Spandau 04 furios. Mit einem 15:3 Erfolg gegen den Tabellenletzten White Sharks Hannover sind die Männer aus Berlin auch im fünften Spiel der Wasserballliga unschlagbar. Wir waren von Anfang an konzentriert und konsequent im Angriff und auch bei unseren Abschlüssen. Und dann läuft das Ganze auch. Bereits in den ersten Minuten spielen die Spandauer ihre Stärke aus und übernehmen durch ein Rückhandtor von Nikola Dedovic direkt die Führungsrolle. Nach dem 7:1 im ersten Spielabschnitt setzen sich die Berliner dann aber immer deutlicher von den Gästen ab und zeigen dabei vor allem in Überzahl schöne Kombination und Spielfreude. Die Hannoveraner erarbeiten sich gelegentliche Chancen, scheitern jedoch immer an Spandaus Torhüter Max Werner Schweimer. Somit gewinnt der Rekordmeister gegen den Tabellenletzten mit 15:3. Besonders Neuzugang Dennis Strelecki sticht mit 3 Treffern als erfolgreichster Schütze heraus. Es war eigentlich ein Muss, dass wir hier so hoch gewinnen müssen. Wir haben versucht, unsere Standards beizuhalten und ja, so souverän wie es geht zu gewinnen. Und das ist den Spandauern mit nun 2 Punkten mehr auf dem Tabellenkonto definitiv geglückt. Auch in der Champions League läuft es in dieser Woche für die Gastgeber bestens. Nach zuvor 3 Niederlagen und einem Remy schaffen sie endlich den ersten Erfolg gegen Steaua Bukarest mit 10:8. Aktuell belegen die Spandauer den 6. Platz und haben somit noch eine Restchance auf das Erreichen des Final 8 der 4 Gruppenbesten in der Königsklasse. Und war nicht das perfekte Spiel, aber trotzdem ein wichtiger Sieg. Das gibt uns Kraft, das gibt uns Motivation, das hilft auch das Gefühl in der Mannschaft. Schon jetzt haben sich die Männer für das neue Jahr sportliche Vorsätze gefasst. Alles zu gewinnen, was möglich ist. Bundesliga, DSV-Pokal, Supercup, den hatten wir ja schon gewonnen, aber der in der nächsten Saison dann. Und Champions League, alles geben. Doch ganz vorbei ist die Spielzeit in diesem Jahr noch nicht. Denn am Mittwoch steht den Spandauern beim CN Marseille noch eine schwere Aufgabe bevor. Aber mit dieser grandiosen Erfolgswoche im Gepäck wollen die Berliner Top-Leistung abrufen und auch in der Königsklasse den Jahresabschluss mit einem Sieg perfektionieren.